Homeoffice, Homeworking in Corona-Zeiten, meine Damen und Herren, ist eins der Mittel, die von der Bundesregierung, von den Länderregierungen an die Arbeitnehmer, aber auch an die Arbeitgeber als Empfehlung herangetragen werden. Betriebsmannschaften sollen möglichst etwas separiert werden, sollen auseinandergezogen werden. So kann das Unternehmen auf der einen Seite noch funktionieren und auf der anderen Seite minimieren wir damit Ansteckungsrisiken. Das ist eine sehr, sehr gute und vernünftige Betrachtung, die wir uns jetzt einmal ein bisschen mietrechtlich anschauen möchten. Darf der Mieter Homeworking in seiner eigenen Wohnung betreiben? Es gibt Rechtsprechung gewachsen in den vergangenen Jahren und sogar Jahrzehnten, die es als vertragswidrig darstellt, wenn man die Wohnung rein gewerblich nutzt. Der Wohnzweck ist eben zum Wohnen und nicht zum Arbeiten. Und das soll auch so sein, wenn die Wohnung nur teilgewerblich genutzt wird, wenn also jetzt ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer oder ein Küchentisch zum Arbeitsplatz und zum Schreibtisch wird. Die Frage ist also, geht das in Corona-Zeiten oder geht das nicht? Meine Damen und Herren, denken Sie nicht, ich bin verrückt, ich spinne auch nicht. Ich gebe nämlich sofort Entwarnung und sage, natürlich geht das. Denn die Rechtsprechung hat gesagt, wenn keine Außenwirkung von diesem Heimarbeiten ausgeht, wenn die Mietsache, also hier die Mietwohnung, nicht übermäßig abgenutzt wird und vor allen Dingen, wenn keine Mitarbeiter beschäftigt werden in der Wohnung, dann sei auch ein gewerbliches Tätigsein teilgewerblich nötig und möglich. In Corona-Zeiten, meine Damen und Herren, haben wir besondere Situationen. Da ist es, deswegen habe ich das Video mit dieser Bemerkung gestartet, schon eine Frage des Gesundheitsschutzes und damit eben auch im Allgemeinwohlinteresse belegen, wenn ich Homeworking anordne. Mietrechtlich gibt es also keine Probleme. Sozialrechtlich kann man sich fragen, was ist versichert? Ist der Weg zum Kühlschrank versichert? Ist der Weg von einem ins andere Zimmer, der nicht berufsbezogen ist, versichert? Man kann auch steuerrechtlich Fragen stellen. Gibt es eine Anerkennung des Homeoffices, des Arbeitszimmers steuerrechtlich ohne weiteres? Kann man dafür eine Pauschale berücksichtigen? Wie geht das? Meine Damen und Herren, bis jetzt nach aktuellem Steuerrecht nur dann, wenn das Homeoffice der Hauptarbeitsplatz während des Steuerjahres gewesen ist. Und das muss man natürlich auch nachweisen, wenn die Steuerbehörde reinhakt. Hier würden gesetzliche Änderungen nottun. Nottun insofern, dass man Homeoffice-Lösungen unterstützen sollte aus den gegebenen und skizzierten Gründen. Dass man dem Gesetzgeber auch wirklich vor Augen führt, steuerrechtlich durch eine Pauschale von 1250 Euro Aufwendungen pro Jahr zu berücksichtigen, dass ein Homeoffice stattgefunden hat. Ja, meine Damen und Herren, genug mit diesem Thema für heute. Bis zum nächsten Mal. Viel Freude, viel Erfolg und viel Kraft. Alles Gute.